Was geht ab, was geht down, Leute? Herzlich willkommen. Ja, wir sind in Terramine 290 hier bei Eternal Evolution und ich wollte mal gucken, ob wir hier ein bisschen weiterkommen können mittlerweile. Die ganze Sache hier mal angehen mit Doppeltank. Dazu vielleicht noch. Wir müssen Rebecca reinbringen. Rebecca ist insane. Nee. Botmark ist nicht, okay. Wir bringen mal auf jeden Fall Rebecca irgendwie hier rein ins Team. Wir brauchen kein Rest. Rebecca rein. Dominik ist halt auch insane, aber kann ich nicht reinbringen. Miranda wäre gut hier reinzubringen. Daniel rausbringen, Miranda. Und wir probieren das Ganze mal erstmal so. Hallo, ich möchte gerne auf Arcana schießen dürfen. Hallo? Danke. Wichtig ist halt, dass wir Arcana erstmal vielleicht wegbekommen. Zumindest mit unserer Rebecca. Wo ist sie jetzt? Da unten ist Rakana. Es sieht ganz gut aus, dass wir Rakana weg haben. Wir heilen unseren Doragon nochmal mit letzter Kraft. Ja, jetzt versuchen wir alles wegzuschießen, soweit es noch irgendwie möglich ist oder geht. Leider haben wir Taylor nicht tot bekommen, der macht so viel Single-Target-Schaden hier. Wir müssen hoffen, dass wir halbwegs überleben, bis er ja, unsere ganzen Tanks killt, aber das sieht nicht so danach aus. Ah, es war knapp. Es war knapp. Eventuell brauchen wir Pandemonium hier nicht. Wir könnten dann dort versuchen, Rest nochmal mitzunehmen. Wir schießen hier auf jeden Fall Rakana weg. Ich hoffe, die Ulti zählt noch für Rakana. Ja, zählt noch gut. Die Frage ist, welche Ulti pushen wir? Eigentlich am besten die Jaina Ulti. Weil wir müssen gucken, dass wir versuchen, Taylor wegzubekommen. Wirklich, Taylor ist mal einen guten Stun ab. So. Also suchen weiterhin Taylor wegzubekommen und wir heilen erstmal unser Doragon. Ich hoffe, dass Doradin noch ein bisschen überleben kann. Nein. Ja, wir haben gut Schaden auf Taylor. Ich hoffe, dass wir den jetzt bald wegbekommen, aber wir haben ein Problem, dass Jaina nicht so weit hitten kann im Moment. Das könnte uns hier jetzt zum Verhängnis werden. Oh, jetzt können wir Taylor erwischen. Wir brauchen die Bubble unbedingt jetzt. Wir müssen Taylor wegschießen. Oh mein Gott, schieß Taylor weg. Bitte. Das ist so knapp, Leute. Ah, oh, jetzt springt er auch gerade. Es ist sehr knapp, Leute. Es ist. Ich schwöre, es ist machbar. Ich schwöre, es ist machbar. Wir versuchen es. Wir warten jetzt noch mal kurz, weil sie hat gerade eh da vorne Schild. Jetzt ist ihr Schild weg, jetzt machen wir ein neues Schild. Doragon soll erstmal seine Ulti machen. Ja, und jetzt machen wir das nochmal, dass er nochmal ulten kann. Relativ zügig. Sieht das ganz gut aus. Ich schwöre, das ist machbar, Leute. Komm schon. Schieß den Taylor weg. Yes, baby! Yeah, 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 yes! Wir haben's. Das ist stark.
Ja, das haben wir stark gespielt. Safe. Bam! 290 geschafft in der Terramine. Schmeckt doch, ja. Die Rewards sind zwar nicht so spitzenklasse, aber egal, wir nehmen die mit. Ja, hier schießen wir am besten auf Randall. Ja. Ich würde gerne Randall, der ist gefährlich. Den so schnell wie möglich wegmachen. Ich glaube, Randall ist tot, oder? Dann machen wir weiter im Takt. Soll ich hier vom Rebe wegschießen, sehr gut. Ja, machen wir. Freut auch weg, die Stage ist easy. Lange weitergehen. Putz, putz, putz. Rebecca hat hier richtig rein rasiert. Ich hab gesehen, Rebecca 57 Millionen Schaden, sogar mehr als Jaina. Nächster Fight. Was haben wir denn hier? Sehe ich hier irgendwo einen Assassinen? Oh, ich kann da irgendwas nicht anvisieren. Da sind doch vier Leute. Egal, wir gehen auf den komischen Typen, der macht immer viel Schaden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ah, da ist nämlich eine Rakana, die ich einfach nicht anvisieren konnte. Ja, da geht immer Liebe raus auf jeden Fall. Ich hoffe, wir können die jetzt noch rechtzeitig von uns wegschießen. Und auch killen. Ja, es sieht gut aus, dass wir die killen können. Weg mit ihr. Aber das Game hat es uns unnötig schwer gemacht, weil wir sie nicht anvisieren konnten. Wir müssen jetzt schnell Duragon wieder schnell an den Start bekommen. Ah, Rebecca haben wir leider verloren hier. Wir versuchen mit Rebecca nochmal in den Elefanten reinzuholzen. Den Rest muss jetzt Jaina versuchen zu regeln. Es ist sehr unlucky gelaufen, was ich am Anfang der Karte auch nicht machen konnte. Aber eventuell reicht es trotzdem noch gerade eben für die Stage hier. Knapp auf jeden Fall, wird knapp. Der Elefant ist schon mal weg, wir müssen jetzt noch gucken, dass wir Sorietta weggepustet bekommen. Ja, es hat knapp gereicht. Oh yeah. Hier haben wir wieder Rakana, da schießen wir auch direkt drauf. Schilde machen. Rakana wegschießen. Ist schon mal gut. Ja, ich denke, wir versuchen Mukka wegzumachen. Mukka ist eklig. Wir haben aber leider schon vorne ziemlich viel verloren in der Frontline. Das sieht gar nicht gut aus. Warum haben wir so viel verloren? Müssen ein bisschen länger durchhalten. Nicht viel, aber ein bisschen länger. Dass Jaina hier alles umpusten kann. Ah, ist knapp. Ist knapp, ist aber machbar, glaube ich. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich unbedingt diesen Grace Commander hier brauche. Naja, es sollte jetzt nicht die Difference sein. Vielleicht Rulas Ring hier. Probieren wir mal so. Ah, warte mal. Ich habe ja noch gar nicht den Revitalization-Kristall hier drin, den können wir auch benutzen. So. Xander wird halt vorne komplett alles weg eskalieren, das ist das Problem. Was ich hier sehe. Ah, ist knapp. Ich muss halt direkt die Ulti von Doralie raushauen. Sobald die ready ist. Genau jetzt so. Das sollte ein dicker Gamechanger für uns sein. Da wir jetzt Doragon direkt wieder am Start haben. Das große Problem ist, dass wir halt an Xander gar nicht drankommen. Der one-shottet halt immer, aber wir können halt Doragon immer schnell wiederholen.
Ja, das war der Changer hier. We got the stage, we got the stage. Easy. Der Rest ist nur noch Formsache. Ah, schmeckt doch! Weiter im Takt. Vielleicht ist es soweit, dass wir endlich mal was bis 300 kommen. Hier sollten wir versuchen, Serena schnell wegzubekommen irgendwie. Bevor die viel zu viel heilen wird. Ah, wir sind ganz gut dabei, ihr auf jeden Fall gut Schaden zu machen. Wir müssen ein bisschen warten. Die heilt jetzt erstmal. Wir müssen das jetzt mit Rebecca versuchen abzubrechen. Gut. Das könnten wir gebrauchen hier. Aber ich glaube, Jaina ist gestorben. Nicht so geil. Da müssen wir Rebecca pushen. Rebecca muss auf jeden Fall jetzt erstmal sie weghauen. Dass Jaina noch gerade eben gestorben ist, ist nicht gut. Die Stage sieht schwer aus. Ich weiß gar nicht warum, aber der Feuerdrache da hinten scheint mir richtig gut Damage zu machen. Karma. Oh, da müssen wir mal gucken. Der macht richtig gut Damage da. Wie komme ich an den ran? Okay, eventuell, wenn ich sie da hinstelle. Kann ich dann die Range? Ist Karma? Nee. Die Range reicht nur bis da. Wir müssen halt irgendwie gucken, dass wir Karma, vor allen Dingen seine Ulti einmal unterbrochen kriegen. Seine Ulti wird da das Problem sein. Problem ist, wir haben halt nicht so viele Stuns. Wir konnten wenigstens schon mal die Serena-Ulti abbrechen, das ist auch gut gewesen. Jetzt fehlt uns die Range, um Karma zu treffen. OMG. Dorali, los, mach die Ulti da vorne und töte Karma bitte. Nein. Töte ihn. Nein, jetzt kann er ulten. Ich hoffe, seine Ult zerlegt uns nicht komplett. Ja, sie hat Jaina zerlegt, nicht geil. Müssen wir Rebecca pushen. Rebecca ist da noch am Ulten gerade. Man hat eh jetzt gleich seine Ult. Wir müssen den wegschießen. Halt jetzt erstmal die Doragon-Ult noch am Start. Und zwar für den Moment, wenn der jetzt gleich Karma ulten will. Für jetzt. Nein. Jetzt hat der Doragon nicht richtig gezielt. Oh mein Gott. Nein. Ach Gott, Leute. Ich dachte, sie zielt den. Ah, my bad. Aber das ist machbar. Schwierige Stage, aber machbar. Das ist immer das, was ich hören will. Machbar. Der Stun war gut von Doragon. Der war sehr, sehr gut. Schießen jetzt schnell Rebecca weg. Da ist Serena, meine ich. Problem ist immer, wir kommen da nicht an Karma mehr ran. Das ist sehr, sehr belastend. Doragon ist noch alles gut. Wir müssen die Doragon-Ulti halt wieder jetzt gleich benutzen. Das war irgendwie nicht der Try, the Tries. Eventuell positioniere ich Jaina etwas closer. Vielleicht können wir dann immer noch trotzdem den Drachen
treffen, falls Zayna das hier in der Reihe halt überleben kann. Warum kann ich jetzt... Achso, nicht Zayna, ich muss schon sagen, geht. Das große Problem ist, dass wir nicht die Karma-Ulti diesmal abgebrochen bekommen haben. Aber wir können Karma jetzt wegschießen, ja. Das sollte es dann gewesen sein. Wir müssen jetzt auch noch schnell hinten Lyrian weg haben, den sein Pi jetzt. Der ist auch sehr nervig damit. Ich glaube, der sollte auch bald weg sein, der Lyrian. Noch eine Jaina Ult vielleicht. Verreckt, danke. Ja, jetzt haben wir eigentlich genug Zeit, das hier alles runterzuballern, denke ich. Hoffe ich. Sehr gut, 14 Sekunden noch. Drauf, da. Ja, geschafft die Stage. Die war schwer. Super, 10 von den epischen Runen. Wow, die wollten wir haben. Wen ballern wir hier als erstes weg? Der Sander ist eklig, ne? Der macht richtig Schaden. Mehr wegzuballern. Zayna ist schon so gut wie weg, das ist nice. Noch eine Jaina Ulti, dann ist der weg. Oder ist schon weg, nice. Dann versuchen wir uns Koid wegzuhalten hier mit Rebecca. Denke ich, push hier auch nochmal Rebecca rein. Und damit wir Koid hier komplett denyen können. Jetzt machen wir Jaina. Zack. So, Koid ist jetzt wohl weg. Und nur noch den uns wegrasieren. Machen wir auf Rebecca drauf. Die macht ja Single-Target-mäßig am meisten. Warten, bis die Ulti durch ist. Dann schießen wir jetzt noch einen hinterher hier. Zack. Und putz! Nice, das Stage war easier. Oh, 54 Diamantos. Nehmen wir mit. Hier ist wieder der Feuerdrache Karma am Start. Versuchen am besten erstmal Heal wegzunehmen. Heal ist immer eklig. Vor allem in den Late Stages, die heilen sehr, sehr stark. Thoragon halt durch. Heal ist weg. Mucka. Nice, der Feuerdrache ist auch weg. Ich glaube, Mucka hat gerade meine Jaina getötet. Dafür gibt's Rache. Ja. Dann muss Rebecca jetzt hier alles machen.
Rebecca macht das schon sehr gut, die macht richtig gut Schaden. Daher mache ich mir jetzt auch nicht so Sorgen, dass wir es nicht schaffen. Ja, schießt den Wolf weg. Und Butz! Geil! Ein Durchlauf hier. Ja, 10 wichtige Rune. Ja, Colt vom Hals halten. Hier ist halt Taylor dabei. Boah. Ihr seht es schon, mein Doragon ist schon weg. Sie ist auch schon weg. Oha. Ich glaube, die Stage ist. Boah. Heute nicht so geil. Uff. Vielleicht stellen, aber ich glaube, die Stage ist erstmal nicht schaffbar. Wenn ich sehe, wie viel Schaden da Taylor macht. Was ist das für ein Schaden bei Taylor? Boah, Alter, nee. Die Stage, da kann ich auch nichts mehr machen. Was ist das? Ist das 297? Komplett Eskalation hier anscheinend. Holy shit. Da geht es erstmal nicht weiter, wie ich das sehe. Ich verstehe nicht, so viel Schaden wie Taylor macht. Krass. Krass, krass, krass. Ja, Leute. Wir sind erst auf jeden Fall ein bisschen weitergekommen bis 297. Ich glaube, wir sind da auch sehr viel weiter als die anderen, ja. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. War ein bisschen schwitzig auf jeden Fall, etwas länger. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, haut ein Abo auf dem Kanal raus und verpasst keins der weiteren Eternal Evolution Videos. In dem Sinne, Peace. Euer Resign 1.